Viel Spaß dabei. Grand Prix 2 Lab, wie immer, oben eingeblendet. Man kennt's ja. Wenn die Ampeln erlischen, dann ist der große Preis der Niederlande gestartet. Was jetzt passiert? Blitzstart von einem Mercedes. Daniel Schmutz geht nicht in Führung. Aber da hinten Chandrakama mit einem sehr, sehr guten Start. Aber da ist zivilisiert Beißler, Blitzstart von Beißler. Achtung, Beißler ist auf die 5 vorgefahren im Ferrari. Ich denke, das müssen wir mal analysieren, Ovien. Und zwar der Reihe nach Tobias Bürgi kommt ja behäbig weg, kann sich dann aber in Führung setzen, weil Schmutz nicht energisch genug da angreift, oder Novin? Da hätte er durchziehen können, der Schmutz. Hätte vielleicht sogar die Führung übernehmen können, ja, die Sicht von Daniel Schmutz. Hat sich aber nicht gewagt und bleibt dahinter, Novin. Wir wissen natürlich immer noch nicht, wer durchfährt. Das werden wir gleich klären. Chandrakama hat noch einen ordentlichen Start. Hier sehen wir Chirac, die gut gestartet ist. Kurzzeitig auf 3, aber dann ist Chandrakama die Außenbahn und dann zieht Chirac zurück. Das hat sie gelernt nach dem Manicur-Fauxpas. Und dann Chandrakama. Die ersten 4 sind eigentlich ordentlich gestartet, oder? Keiner groß Wheelspin gehabt. Schau mal, fast Chandrakama noch am Schmutz vorbei. Und dann hinten Michael Beißler. Der muss ja einen Raketestart gehabt haben. Der war von Startplatz 8 gekommen. Oh, wir erinnern uns, gell? Schau mal, wie dein Start hier war. Überholt er den Pfaffinger, den Joker. Schau dir mal an, in der Tarzanbucht fährt der doch mal an den Coca-Colas vorbei, Novien. Was für ein Start von Michael Beißler. Schauen wir uns noch die Coca-Colas an. Novien, sag mal was zum Start von Michael Beißler. Besser war, kann man einfach nicht starten, Michael. Es war eine Rakete, du hast es richtig oder? Gut gemacht. Wie der Rückenauer kam nicht vorbei. Stellan hat das auch richtig gut gemacht. Stellan hat auch gut gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Meisterschaftlich so gemacht. Sven die Linie zugemacht. So dass Sven nicht einlenken konnte für die Kurve. Und ich höre schon mal einen Boxenfunk raus wieder, Michael. Und er sagt Sven mit den Worten: Was zum Teufel, was zum Double macht der Michael da vorne? Der sollte da lieber da hinten verrotten. Ja. Das kann man aber gerade noch... Also der Beißler hat ja aber gesagt, er nimmt das eh nicht mal ernst, die Funksprüche. Aber starker Start, Start des Jahres von Michael Beißler. Wir schauen mal. Tobias Bürgi geht an die Box. Daniel Schmutz nicht. Genauso wie schon beide Mercedes fahren durch, Novien. Das fiel dem Tobias in die Karte. Auch Tanja fährt durch. Du, das könnte dem Tobias Bürgi in die Karte spielen. Beißler hat hier eine Podestchance, Novien. Beißler geht an die Box, der hat hier eine Podestchance. Schau dir das mal an. Stellan Berger, Sven Rüttnauer fährt durch, Novien. Wir hören, dass er sich die Taktik selbst ausgesucht hat. Hat gesagt, ich muss was riskieren, ich muss am Berger vorbei. Da ist jetzt aber gerade jemand anders am Rüttnauer vorbeigegangen, nämlich der Joker. Das Manöver hauen wir uns jetzt mal an. Novin, ich würde mal sagen, da hat sich der Sven verzockt. Die Strategie geht, glaube ich, in die Hose. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass das eben nicht unbedingt funktioniert hat. Joker macht's nicht. Novin, der Sven hat sich das ausgesucht, die Strategie. Das war keine gute Idee. Schweizer fährt auch durch. Ich gehe es einfach mal durch. Du, da gehen einige an die Box, außer Hartmann. Aber der steht weit hinten, der muss was riskieren. Jan Bürgi, okay. Bär fährt durch. Schlechter Start vom Bär. Michael Ford fährt durch, Grün fährt durch, Bergmann nicht. Ja, das hätte ich aber probiert an Rocky-Stelle von da hinten. Veco Meyer fährt durch, ja, beim Veco könnte ich mir das vorstellen. Weber fährt durch, Lichtmes fährt durch und Slevic hat einen schlechten Start. Nur wenn der Sven hat sich das noch ausgesucht, haben wir gerade von Gabriel Scheuermann gehört, die Strategie. Ich glaube, dass er sich damit verzockt, oder? Damit verkostet er damit die WM-Führung unter Denn Umständen. Denn je nachdem könnte heute sogar Stellan Berger die WM-Führung übernehmen. Tobias Bürgi als 31,854. Der zieht weg. Der zieht weg. 2,8. Stellan Berger zog genauso weg in Laguna Seca. Du erinnerst dich, dass der da zum halben Rennen auch schon 3 Sekunden hatte. Und ich sag dir, das spielt dem Tobias Bürgi. Novien! Werden wir heute eine Sensation erleben? Der erste Sieg von Hyundai.
das gäbe die deutsche und Novien die koreanische Nationalhymne. Die hatten wir hier noch nie. Achtung, Beißler, schönes Manöver gegen den Chandrakama. Novien, der Beißler fährt heute ums Podest, wenn der Ferrari hält. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Hier nochmal das Manöver, Novien. Wie war das aus deiner Sicht? Das war gut, oder? Das war super gemacht. Das war sehr schön vorbereitet, Michael. Vor dem Audi S hast du ihn kassiert. Stark gemacht. Jevi hat sich nicht gewehrt, weil er wusste, dass du in die Box fährst. Und da ich habe jetzt den Funkspruch, den ich gerne loswerden möchte. Von wem hast du ihn? Achtung, Rüttenauer. Achtung, da ist Berger, der sich jetzt Chandrakama schnappt. Der wird jetzt geschnupft. Und Berger müsste im Moment, wo steht denn der Rüttenauer? Stand jetzt hat Stellan Berger die Weltmeisterschaftsführung übernommen. Als Rookie. Ich sage es nochmal, er wäre der erste Rookie, der schafft, in der Debütsaison Weltmeister zu werden und damit auch der jüngste Weltmeister. Du hast einen Funkspruch, von wem? Bestimmt vom Sven. Vom Jevi. Na dann hau mal raus. Jungs, könnt ihr mir das erklären, warum ich durchfahren soll und Daniel auch? Ich befürchte mal, ihr habt irgendwas gegen mich ausgeheckt. Kann das sein? Und warum schmeißt ihr mich heute vor Saison 6 raus aus dem Team? Das ist unverschämt, was ihr macht. Oh oh, Michael. Antwort von Was ist deine Antwort, Toto? Michael? Da möchte ich deine Antwort hören. Totos Antwort. Shelby, we'll talk after the race. This is not the right place to talking this. After the race, we have making the strategy for both cars. We can hope more points to bringing. Naja, so recht glaube ich an diese Mercedes-Strategie nicht. Beim Schmutz vielleicht, weil hinter ihm alle... Aber da kommen ja schon Beißler und Berger, die werden die bald kassieren. Robin, also auch für einen Sieg für den Beißler wird es schwierig. Der fährt die Lücke zwar auf Schmutz zu. Hat jetzt hier, Achtung, das müsste das Überholmanöver gewesen sein. Hier kommt's. Hab's gerade in der GP2 Lab gesehen. Ich würde es gerne einfangen, das Überholmanöver. Daniel Schmutz jetzt nur mehr Dritter, weil der Beißler vorbeifährt. Und das ist das Team, in dem der Schmutz in Saison 3 auch mal gefahren ist. Dem Auto vom Beißler. Bitte deine Analyse. Wie hat Michael Beißler das gemacht, den Schmutz zu überholen? Crashfrei natürlich. Selbe Stelle wie Jevi. Wieder Audi S. Einer der besten Überholpoints nach der Tatsache. Achtung, Chevy, und was mir noch so einfällt, an, Michael. Chevy, du sprichst an, der wurde jetzt gerade von Pfaffinger kassiert. Pfaffinger damit jetzt Siebter. Stark auch wieder von Steffen Pfaffinger. Absolut. Ich habe da noch einen lustigen Randfact, Michael, wenn ich darf. Ja. Du hast doch mal gesagt, du hast doch einen Kontakt mit Tobias verschwägert. Kann das sein? Hat es doch mal irgendwas mal angedeutet. Er ist der Enkel von meiner Pflegemutter, sozusagen. Weißt du, was ich damit... Indirekte denk mal darüber nach, was ich sagen möchte, kann nennen. Was möchtest genau, du damit denk sagen? Denk mal darüber nach, was ich sagen will. Denk mal darüber selber nach, Michael. Dass der Tobias Bürgi als indirekte Verwandte von mir hier ihre Grand Prix gewinnen kann. Exakt, richtig. Was er ja schon mal geschafft hat in der ersten Saison. Brasilien Nummer 2. Aber der hat 4 Jahre gewartet. Seitdem hat er nie wieder was gewonnen. Hat mal eine halbe Saison die WM angeführt. Und Beißler, jetzt bin ich gespannt, nur wenn du das gerade ansprichst. Stellan Berger mittlerweile auch schon auf die 4 vorgekommen. Wird sich bald der Daniel Schmutz schnappen. Das dauert auch nur noch 2 Runden. Beißler wird versuchen, die Lücke auf Tobias Bürgi. Der hat sich schon fast 8 Sekunden abgesetzt hier. Die Frage wird sein, Novien, und jetzt stelle ich dir die Frage mal. Der Beißler, traust du dem ein Undercut zu? Schau mal, der Schweizer wird durchgereicht. Nur mehr 13. Matze Schweizer hinter beide Audis. Was für ein Katastrophe-Rennen von Matze Schweizer. Warte mal kurz, wir bleiben mal hier drauf. Hier bahnt sich das Überholmanöver gleich an. Stellan Berger bereits schon dran an Daniel Schmutz. Der Mann aus Teningen, Daniel Schmutz, gegen den Mann aus Göteborg, Stellan Berger. Der wohnt aber mittlerweile in Stockholm. Und jetzt frage ich mich, wo wird er den Schmutz kassieren? Die Stelle sind wir schon durch.
wo es Beißler gemacht hat. Also wird es Berger. Nein, Achtung! Die kommt jetzt. Selbe Stelle wie Michael Beißler. Jetzt gucken wir uns nochmal an. Auch diese Stelle sehr beliebt, Novin. Wie hat es das Stellan aus deiner Sicht gemacht? Daniel hat gewusst, mit einem vollen Auto kann ich den nicht aufhalten. Ja, stark gemacht wieder vom Stellan. Das zeigt, warum er auch für ein Top-Team durchaus in Frage kommt, die nächsten Jahre. Und wieder dieselbe Stelle, das berühmt-berüchtigte Audi S. Und ich möchte einen Mann wieder mal hervorheben, Michael. Und das ist der klang und heimlich der Joker. Schon wieder. Der hat sich jetzt an Chirac vorbei angeschoben und an Daniel Schmutz. Und jetzt, oh, da ist einer rausgefallen. Jetzt ist er Fünfter. Ah, okay, Schmutz hat jetzt seinerseits Chirac kassiert. Ich wollte über Beißler sprechen, Novin. Beißler versucht jetzt die Lücke zuzufahren. Ich sehe da so ein bisschen im Grand Prix 2 Lab, dass der Abstand jetzt schon fast auf 6 Sekunden geschmolzen ist. Kann der Beißler aus deiner Sicht versuchen, einen Undercut zu machen, um vielleicht die Chance zu haben, hier sogar das Rennen zu gewinnen im Ferrari? Traust du dem Beißler das zu, dass dem Undercut gegenüber Tobias Bürgi gelingt? Oder glaubst du, dass, na, die versauert den Stopp wieder? Nee, das ist durchaus möglich, Michael. Die Frage ist ganz berechtigt zu stellen. Also, die Möglichkeit ist dazu gegeben. Du schließt mehr und mehr auf. Ja, und gleich nur noch 6 Sekunden von 8, die es vorher mal waren. Es wäre eine Möglichkeit. Ich denke mal, du hast die Chance. Wir gehen mal gucken, Schweizer ist chancenlos in seinem schweren Auto. Ich will mal gucken, wie viel Liter Sprit hat der... lass mich doch verabschieden, bitte. 10,9. Ja, Beißler muss früher in die Box. Nur wenn du solltest dich muten. Das musst du wirklich noch lernen. Also, Beißler muss definitiv also früher in die Box. Also Beißler wird einen Undercut versuchen. Schon allein wegen der Spritmenge. Und das wird interessant. Schafft er den Undercut gegen Tobias Bürgi, kann der hier das Rennen sogar gewinnen. Es wäre dein 6. Sieg für Beißler und damit würde er mit Le Gall und Bergmann gleichziehen. Novin? Dir noch einen schönen Urlaub und viel Spaß beim Rennen dann in Spa. Dankeschön, Michael. Falls es sich nächste Woche doch anders ergibt, gebe ich es nochmal bekannt dir, Michael. Dann weißt du Bescheid. Mach ansonsten es. Schöne Sommerpause. Dir auch, Novin. Und bis dann am 2. oder 3. September. Genau. Bis dann, Michael. Ciao, ciao, Novin. Liebe Zuseher. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, der Novin muss sich leider verabschieden. Übliches Problem, man kennt's ja. Aber wir haben ja noch schöne Runden vor uns. Während der Novin sich verabschiedet hat, hat der Beißler immer weiter aufgeschlossen. Und wir wissen, der Michael Beißler, der wird früher an die Box gehen. Der wird einen Undercut versuchen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie Hyundai dann drauf reagieren wird. Wir bleiben in der Action Cam, weil da passiert viel. Der Schmutz hält da jetzt einen ganzen Zug auf. Da ist Chirac und da sind auch schon Beißler Renaults. Valvo hat sich mittlerweile auf die 5 vorgearbeitet. Wir gehen mal die Reihenfolge durch. Tobias Bürgi führt vor Michael Beißler, Stellan Berger, Joker und Valvorik. Und dann geht's weiter. Daniel Schmutz, Steffen Pfaffinger, Tanja Chirac, Christian Schwall, Patrick Lang, Dustin Rolko, Jan Bürgi, Freund, Le Gall und Chandrakhammer. Schweizer knapp an den Punkten vorbei, aber es tauscht sich, wie man hier sieht, stetig. Gott sei Dank noch keine Ausfälle. Alle noch im Rennen, aber man sieht, gerade die Durchfahrer tauschen stetig die Plätze. Aber Michael Beißler immer wieder. Stellan Berger hat sich gefestigt auf dem 3. Platz. Aktuell nach Blitztabelle nach Stellan Berger, der WM-Tabellenführer. Sven hat damit die Führung verloren in der Meisterschaft. Und ich habe es hier gerade gesagt, Stellan Berger wäre der erste Rookie, der es hier in Grand Prix 2 schaffen würde, Weltmeister zu werden. Verbremser von Civitan Chandrakhammer. Mittlerweile nur mehr 17. Hinter ihm Rocky Bergmann, dessen Rennen ja auch komplett zum Vergessen ist heute. 3. Nuller des Jahres, den 2. in Folge. Und damit hätte Stellan Berger einen Vorsprung
von 6 Punkten auf Sven Rüttenauer, weil 4 war er ja. Wekomeyer! Wekomeyer rutscht weg! Wekomeyer rutscht da aus! Wir müssen uns das noch einmal angucken. In der Crashcam, was war da mit Wekomeyer? Ein Verbremser! Oh, Weko. Blöd gelaufen. Wekomeyer nur Vorletzter. Ja, 2-0 in Folge für Sven. Damit wären er 6 Punkte Rückstand vor dem Ungarn Grand Prix von Sven Rüttenauer auf Stellan Berger. Auch bei den Siegen. Berger 2, Rüttenauer 0. Ja, Beißler macht sich immer mehr ran an die Führung. Und hier überholt jetzt gerade Patrick Lang Daniel Schmutz. Sehr schön. Platz 7 für Patrick Lang. Der kann natürlich auch noch Punkte mitnehmen und wird dann auch an Sven Rüttenauer vorbeiziehen. Rüttenauer wird dann auf den 3., wenn nicht sogar 4. Gesamtrang zurückfallen. Da haben auch noch Überrundete mit eingegriffen. Daniel Schmutz wird erneut kassiert von Christian Schwald. Ich denke, das Manöver nehmen wir mal mit. Aus der Zentralcam. Selbe Stelle, die beliebte Überholstelle, das ist das Audi S. Schwald jetzt auch auf dem Weg, vom Bergmann sich abzusetzen in der Weltmeisterschaft. Also Platz 5 weiter zu festigen. Starke Saison auch von Schwald mit dem doch unterlegeneren Renault-Motor, der nicht mehr so stark ist wie der im letzten Jahr. Und Sven natürlich stinkesauer, ich habe gerade einen Funkspruch reinbekommen. Wir können uns denken, wie das sich anhört. Guys, ist das ja? Are you crazy? This car is so undrivable. Why making not a pit stop? This is not normal. What your... Ah! What your... Beep, beep! Assholes! Sven... Keep quiet. So, Beißler geht an die Box. Michael Beißler geht an die Box. Der Undercut, Ferrari, Berger auch. Maximilian Weber geht an die Box. Berger geht an die Box. Wie läuft der Stopp? 7,9. Das ist ein ordentlicher Stopp von Beißler. Er kommt auf der 7 raus. Vor ihm, Valvorik muss an die Box. Pfaffinger, Lang, Schwald. Sehr guter Boxenstopp von Beißler. Jetzt, was macht Hyundai? Die Antwort von Hyundai. Funkspruch vom Sven brauchen wir, denke ich, nicht mehr weiter kommentieren. Das kennen wir ja schon. Das Übliche. So, bei Hyundai, Theresa Braun. Schon am Überlegen, wie reagiert man auf einen möglichen Undercut von Michael Beißler. Er geht rein. Tobias Bürki geht rein. Die Hyundai-Mannschaft springt jetzt raus. Hat die Reifen bereit. So, jetzt gilt's. Joker wird dann, wenn er in die Box geht, zunächst die Führung übernehmen. Tobias Bürki jetzt in der Box. Es geht gegen den Beißler. Es geht um einen Sieg. Valvo jetzt in der Box. Joker in der Box. Valvo führt. Oh, der geht viel, viel länger. Wo kommt der Beißler? Oh, das reicht nicht! Das reicht nicht! Schauen wir mal, wo der Beißler kommt. Oh, das reicht ganz knapp nicht für Michael Beißler. Ist jetzt aber dicht dran. Super Stopp. Beißler jetzt dran an Bürki. Hat natürlich nochmal 2 Sekunden rausgeholt, weil der Bürki-Stopp über eine Sekunde länger ging. So, jetzt können sie es auf der Strecke ausfighten. Das ist das Duell um den Sieg. Berger, 3. Bereinigt. Und jetzt ist Tobias unter Druck. Denn Beißler ist dran. Und der kann überholen, crashfrei. Das haben wir heute gesehen. Und jetzt wird spannend. Valvorik, Pfaffinger, Lang, die müssen noch an die Box. Die können wir mal abziehen. Bereinigt wäre Beißler. Ha? Schmutz könnte sich auf die 3 vorarbeiten wieder. Aber wir bleiben mal hier dran. Lang, Valvorik, Pfaffinger müssen alle 3 neuen Box. Valvorik führt zum ersten Mal seit langem wieder ein Grand Prix an.
Muss aber gleich an die Box, weil Worik abgebogen. So, die biegen jetzt alle ab. Beißler gegen Tobias Bürgi, mein lieber Mann. Beißler führt. Beißler führt in Holland. Unglaubliches Manöver. Schade, da kriege man nur noch die Entstehung. Ups, falsche Taste. Hier sehen wir nur noch das Ende. Unglaublicher Move in der Tarzanbucht. Und das könnte, wenn nichts passiert, der Sieg für Michael Beißler geben. In seinem Abschiedsjahr kann der hier noch ein Rennen gewinnen. Würde gleichziehen mit Rocky Bergmann und mit Yannick Lückal, hätte ebenfalls 6 Grand Prix-Siege. Was für ein Move. So, jetzt muss Tobias antworten. Und ich glaube, dazu fehlt ihm dann die Power. Jetzt bin ich gespannt, ob es eine Antwort von Tobias Bürgi gibt. Oder ob der Hyundai das Pulver schon verschossen hat. Wäre übrigens das erste Podest seit auch ebenfalls 4 Jahren. Da stand zuletzt Tobias Bürgi in, jetzt muss ich überlegen, Berger jetzt wieder auf der 3 zurück. Tobias Bürgi stand in Silverstone, glaube ich, Saison 1, als Dritter zum letzten Mal auf dem Formel 1 Podest. Also auch schon 4 Jahre nimmer Podest gesehen von oben. Boah, ich würde mal sagen, Reckansicht vom Beißler. Ja, der Bürgi ist schon weit weg. Ein führender Michael Beißler, der ist schwer wieder zurück zu überholen. Da hat er den Move gesetzt in der Tarzanbucht ohne Risiko, zieht er da rein und hat da den Bürgi kassiert. Da haben sie bei Hyundai zu lange den Boxenstopp, der war bei Ferrari über eine Sekunde schneller. 8,7 bei Hyundai, 7,8 bei Ferrari, 0,9 schneller. Der Boxenstopp bei Beißler als bei Tobias Bürgi. Wäre schon der dritte, vierte Platz für den Joker. Und jetzt hat Lang ihn kassiert. Starkes Manöver von Patrick Lang. Matze hat es auf die 8 gespült, aber hinter ihm ist der Grün. Ja, er fährt auch durch. Für Matze könnte was drin sein. So, Berger. Lukas. Bär, super Manöver, das müssen wir uns nochmal angucken. Auch eine gute Stelle, nicht nur das Audi S, sondern nach Start und Ziel zur Tarzanbucht hin. Da muss man einfach den Mut haben, durchzuziehen. Das hat der Beißler schon gut gemacht und das macht hier der Lukas Bär ebenfalls sehr gut. Der fährt wieder ein Top-Ergebnis für McLaren BMW heraus. Für den doch unterlegenen Chassis von McLaren in diesem Jahr. Wo man deutlich mehr erwartet hätte von dem Team. Kriegt er den Funkspruch von seinem Renningenieur. So nah dran an einem Sieg war er schon lange nicht mehr, der Tobias Bürgi. Da hinten Weber gegen, das müsste legal sein. Da geht's um eine goldene Ananas dahinter. Achtung, also hier der Fight. Wie im Vorjahr zwischen Schweizer und legal. So heißt die Protagonisten in diesem Jahr Michael Beißler und Tobias Bürgi. Und der Beißler, der hat schon mit seinem Bombenstart den Grundstein für einen Podestplatz gelegt. Wird der hier gewinnen, der Beißler? Wir würden es auch um Tobias Bürgi gönnen, aber der Beißler scheint es hier zu kontrollieren. Da macht er das, was er in der SCM auch kann. Pfaffinger gegen Lukas Bär. Wenn wir uns auch mal angucken, das war auch ein Granatemanöver von Steffen Pfaffinger. Wir haben jetzt einige schöne Überholmanöver, auch fürs Highlights-Video. Vor ihm ist Schilberg Grün, den wird er auch noch schnappen. Wieder wichtige Punkte für Steffen Pfaffinger. Stefan Meyer wird nächstes Jahr in diesem Auto sitzen dann und vielleicht um Siege fahren. Rocky Bergmann da hinten in Schatten seiner selbst auf Platz 22. Das ist für BMW ein Schlag ins Gesicht, das Rennen, genauso wie für Sven Rüttnauer. Vorne Audi, teaminternes Duell, Rolko gegen, nein, das ist Weber. Waren ja beide schwarz.
die Autos, deswegen habe ich es jetzt fast nicht erkannt. Stellan Berger, Joker, Daniel Schmutz, dann haben wir Chirac, Schweizer Grün, Pfaffinger Bär, Schwald, Lang, Chandrakama, Hartmann, Lichtmess, Freund, Rüttnauer, Pfaffinger jetzt gerade schön zu sehen hier, den Schilberg Grün überholt. Da hat sich jetzt der Pfaffinger auf die Position 7 vorgearbeitet. Ne, 8er. 8er jetzt. Freund, Le Gall, Rüttnauer, Jan Bürgi, Rolko, Weber, Bergmann, Slivic, Ford, Walvorik und Veko Meier. Ja, Pfaffinger arbeitet sich auch nach vorne. Der Podestplatz hat ihm Auftrieb gegeben. Will jetzt hier eine schöne zweite Saisonhälfte machen. Rüttnauer jetzt im Überholvorgang wird von Jan Bürgi kassiert. Eine absolute Klatsche. Rüttnauer, der zweite Nuller in Folge, während sein Teamkollege einem weiteren Podestplatz entgegenfährt. Damit die WM-Führung übernehmen wird. Und mit 6 Punkten Vorsprung nach Ungarn gehen wird, auf Sven Rüttnauer. Langsam setzt sich der Beißler ab da vorne. Was haben wir da für ein Duell? Grün gegen Schwald, teamintern. Das gucken wir uns doch gerne noch einmal an. Schwald gegen der Schilberg Grün. Sauber gemacht und da hinten ist schon Patrick Lang. Pfaffinger und Schweizer, Chirac, Schmutz, Joker. Ja, Joker wird auch Berger wohl nicht mehr angreifen können ums Podest. Also die Positionen festigen sich. Chandrakama mit dem nächsten Fehler. Der Chevy nur mehr 13. Stellan Berger und jetzt hier Achtung. Nächstes Überholmanöver. Patrick Lang schnappt sich Schilberg Grün. Wichtige WM-Punkte, braucht man immer zeigen, haben wir schön live gehabt. Hier sieht man auch schön die Heckkamera. Und bei Ferrari Arriva Bene bibbert. Es wäre der erste Sieg des Jahres der Saison für Ferrari. Und es würde nicht der Schweizer, sondern der Beißler holen auf seiner Abschiedstournee. Er wird ja zu Renault wechseln und dort Teamchef werden. Rüttnauer nur mehr auf der 22, wird jetzt hier von Walvorik kassiert, das natürlich, und da macht er noch einen Fahrfehler, der Rüttnauer, und da habe ich wieder mal einen Funkspruch aufgegriffen. Er kann es nicht lassen, der Sven. The car is untrivable, it's a many shit. This is not okay. You are heifers on me, yes? You hate me, asshole! Es wird nicht mehr kommentiert von der Coca-Cola-Box. So langsam, aber sicher ist man, glaube ich, froh, wenn der Sven Coca-Cola verlässt jetzt. So, Beißler 1,9. Der Käse ist so langsam ham-ham gegessen. 6 Runden noch trennen den Beißler von seinem 6. und wohlmöglich auch letzten Grand Prix-Sieg hier in Grand Prix 2. Ja, der Rüttnauer wird jetzt auch vom Weber überholt. Das ist natürlich nimmer lustig für den Sven. Joker gegen Berger, ah, da ist auch nie mehr viel drin. Der Berger kontrolliert es. Der Joker gibt zwar nochmal alles, wie wir ihn kennen, aber Platz 4. Zum zweiten Mal in Folge. Er wird natürlich sich auf mindestens vielleicht sogar Platz 2 in die Weltmeisterschaft setzen. Und wir haben danach noch 7 Rennen. Aber er hat schon gesagt, er fühlt sich bei Renault viel wohler, der Opitz. Freut sich auch, dass er dann da technischer Direktor wird bei Renault. Nächstes Jahr unter Beißler als Teamchef. Jan Bürgi kämpft gegen Chevidan Chandrakama. Um den Punkt. Jawohl, ist vorbei. Gucken wir uns nochmal an. Jan Bürgi hat jetzt für BMW wenigstens einen WM-Punkt gerettet. Stand jetzt. Ah, das wird interessant, wie da hinten noch die Punkteverteilung aussehe. Er wäre damit der absolut jüngste Weltmeister in Grand Prix 2 und der erste Rookie, der in seiner Debütsaison gleich Weltmeister wird. Das hat hier in Grand Prix 2 noch nie jemand geschafft. Chirac wird hier vom Schweizer überholt. Das müssen wir da nochmal angucken. Die Regie schaltet hier ein bisschen früh weg, die Überholmanöver. Wir würden sie gerne angucken.
Müssen wir es nochmal angucken. Ich hätte das Manöver nochmal gesehen. Matze Schweizer pürscht sich jetzt auch langsam nach vorne. Jetzt schon auf Platz 6. Das sind natürlich gute Konstrukteurspunkte, um Platz 5 in der Wertung zu verteidigen. Sich dann auch von Beisler Renault etwas abzusetzen, die aktuell Sechster sind in der Konstrukteurswertung. Bei Ferrari sind sie nervös. Wird das der erste Saisonsieg dann im 9. Saisonrennen? Während hier jetzt Bergmann sich auch langsam anmacht, Chandrakama zu überholen, aber das ist eher unspektakulär. Die Action Camp fängt uns immer mehr den Schweizer Teufel ein, der Swiss Devil, der fliegt hier regelrecht über die Dünen in Zandvoort. Während sich Veco Meyer, und das ist bitter für die holländischen Fans, ein Lockup nach dem anderen, das Gerner-Fahrzeug miserabelst in diesem Jahr, nachdem er mit Platz 6 so eine gute erste Saison hatte, ist das hier mit dem Podestplatz in Imola vom Veco, bisher sein einzigster, ist das bitter. Nur noch ein technischer Defekt könnte den Beisler aufhalten, hier das Rennen heute zu gewinnen. Le Gall geht vorbei an Christian Freund müsste das sein. Jetzt Le Gall 13. Also um die Punkteplätze dahinter geht es richtig zur Sache. Jan Bürki jetzt dran an Freund. Also der will auch noch einen Punkt mehr mitnehmen. Das wird hier der 6. Grand Prix Erfolg. Wohl möglich auch der letzte für Michael Beisler. Wir wissen nicht, was kommt, aber vorstellbar ist es, dass es hier zum letzten Mal der Grand Prix Sieg gibt für Beisler. Jetzt muss er nur noch die Ari Leinendijk bocht. Da kommt er durch. Da hat er auch schon Tourenwagenerfahrung. Michael Beisler gewinnt in Zandvoort. Yes, yes, yes. Bürki 2 und Stellan Berger ist der neue WM-Führer da. Platz 3. Yes, 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 yes. Well done, Michael! A successful win! Well done, Michael! Great drive, great drive! Thank you so much! Thank you, Ferrari! Grazie, grazie! Oh my God! Oh my God, the win here in the Netherlands! I'm so happy! Oh mein Gott, ich hätte da wirklich nie mehr mit gerechnet, Jungs. Mille, mille, mille grazie Ferrari, Forza Ferrari, yes, 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 woo, yes, yes, ja. Da hört man den Boxenfunk noch nachschreien vom Beisler, immer noch. Okay, Tobias, P2, P2, the best result for Hyundai ever in Formula One. You have the chance for the win. Sorry, Tobias, a good race for you. You are the Hyundai hero today. Well done, enjoy this. Thank you so much. Sorry, guys, I have not chance versus Michael to win the race. Michael was, after the pit stop, so fast in the Ferrari. Sorry, guys. I'm happy. My first podium since over 4 years. I'm so happy. Thank you, Hyundai, for giving me the chance you're driving. Continue in Formula One. This is for yours. I'm so happy. Thank you. Und Stellan Berger bekommt auch noch einen Funkspruch. Okay, Stellan, another good result, another good result. Stellan Berger, you are the new World Championship leader. Good mate, good mate. Second podium in a row, good mate. Thank you so much, I'm so happy. Tough race, third place, championship points. Awesome, awesome car today. Michael... Matze is P6.
Er kriegt dann noch das Ergebnis von Schweizer rein. Der ist am Ende souverän guter Sechster geworden. Er startete nur von der 11.